Der Erste Weltkrieg. Die 10 wichtigsten Fakten. Fakt 7. Die Schlacht von Verdun. Februar 1916 bis Dezember 1916. Während im Osten gesiegt wird, wird im Westen gestorben. Anfang des Jahres 1916 beginnt ein deutscher Angriff, der zu einer Katastrophe führt. Erobert werden soll die Stadt Verdun. Millionenfach regnen die Granaten auf das Schlachtfeld. In nicht ganz einem Jahr sterben etwa 600.000 Männer. 10 Monate lang stirbt alle 40 Sekunden ein Soldat. Gebracht hat das Ganze nichts. Das Sterben war vollkommen sinnlos. Schon damals sagt man die Hölle von Verdun und spricht von einer Blutmühle. Verdun liegt in Nordfrankreich. Hier ist die Stadt. Und diese monatelangen sinnlosen Kämpfe fanden hier statt. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Fotos, ein paar Originalfotos von der Schlacht von Verdun. Hier seht ihr Soldaten im Kampf. Von dem ganzen Wald rund um Verdun, von der ganzen Landschaft ist nichts übrig geblieben. Ein anderes Foto von dieser grausamen Schlacht. Ihr seht, also es steht kein Baum mehr, kein Strauch, gar nichts. Und die Soldaten verstecken sich hier in den Schützengräben und tragen Gasmasken, weil es gegenseitige Giftgasangriffe gab. Dieses Foto zeigt Verdun heute. Heute ist Verdun ein riesengroßer Soldatenfriedhof mit zigtausenden von Gräbern, die an den Ersten Weltkrieg erinnern sollen. Eine kleine Zusatzinfo zu der Feldpost. Die gab es damals, die Feldpost, da konnten die Soldaten Briefe nach Hause schicken, weil die ganze Situation im Krieg war grauenvoll. Im Angesicht des grausamen Massensterbens reagierten die meisten Soldaten mit Abstumpfung oder Verdrängung. Viele konnten das Grauen nicht in Worte fassen. Die Tagebücher und Feldpostbriefe, in denen die Frontsoldaten dennoch ihre Gedanken niedergeschrieben hatten, gehören zu den wichtigsten und erschütterndsten Quellen des Ersten Weltkrieges. Hier seht ihr so eine originale Feldpostkarte, wahrscheinlich von einem jungen Soldaten. Damals hießen junge Frauen noch Fräulein oder wurden mit Fräulein angesprochen. Die wohnte in Stuttgart und hieß wohl Anne. Viel mehr kann ich auch nicht lesen, weil die Schrift damals eine andere war. Und ihr seht hier das Datum, das war 1916. Hier ein Beispiel von einer Feldpostkarte, von dem Inhalt von einem Feldpostbrief. Der Paul Böhlicke, der den geschrieben hatte, war 20 Jahre alt, Theologiestudent und ist am 12. Oktober 1918 in Verdun gefallen und hat das betitelt, seine Feldpostkarte, mit dahin sind alle Träume. Ich lese euch das mal vor. Verdun, ein furchtbares Wort. Unzählige Menschen, jung und hoffnungsvoll, haben hier ihr Leben lassen müssen. Ihre Gebeine verwesen nun irgendwo, zwischen Stellungen, in Massengräbern, auf Friedhöfen. Kommt der Soldat morgens aus seinem Granatloch, viele sind ganz voll Wasser, so sieht er im hellen Sonnenschein die Türme von Dormont oder eines anderen Forts, die ihre Augen drohend ins Hinterland richten. Ein Schütteln packt ihn, wenn er seine Blicke rundum schickt. Hier hat der Tod seine Knochensaat ausgesät. Dahin sind alle Träume von Frieden und Heimat. Der Mensch wird zum Wurm und sucht sich das tiefste Loch. Trommelfelder, Schlachtfelder, auf denen nichts zu sehen ist als ein erstickender Qualm, Gas, Erdklumpenfetzen in der Luft, die wild durcheinander wirbeln. Das ist Verdun.